Ja. Haben Sie eine Ahnung, wie oft diese Fluglinie abstürzt? Wie meinen Sie? Ich habe das zusammengeschrieben. Demnach liegt diese Fluglinie bei den Abstürzen an zweiter Stelle. Die Fluglinien geben ja Statistiken heraus über die Absturzhäufigkeit der Konkurrenzlinien. Ich habe mir das im Internet zusammengesucht und demnach kriegt diese Linie die Silbermedaille. Sehr schön. Jeder 31.266. Fluggast dieser Fluglinie ist demnach ein Opfer eines Flugzeugabsturzes. Die Stewardess hat mir gesagt, dass sie schon, dass schon seit 300 Flügen und fast 32.000 Fluggästen keiner mehr abgestürzt ist. Demnach wäre es an der Zeit. Sind Sie schon einmal mit dieser Linie geflogen? Ja, schon ein oder zweimal. Und? Abgestürzt? Genau das glauben Sie wohl, wie oft ich schon abgestürzt bin. Ich weiß es nicht. Man wird ja noch fragen dürfen. Die Sitzreihe ist ja überhaupt die unsicherste und im ganzen Flugzeug. Ich habe da mal einen Bericht gelesen. Mir scheint, Sie lesen zu viel. Diese Sitzreihe ist nicht unsicherer als die anderen. Wie Sie meinen, klammern Sie sich halt an dieses letzte Stück Hoffnung. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich wollte sehen, ob Sie eine gute Aussicht haben. Ja, danke, es geht. Tatsächlich, wenn das Triebwerk zu brennen beginnt, haben Sie wirklich eine prima Sicht, während man von meinem Platz aus nichts sieht. Wenn wirklich ein Triebwerk zu brennen beginnt, tauschen wir die Plätze, ja? Sieht sie nicht? Das ist die Klimaanlage. Möglich. Vielleicht ist aber auch eine Naht undicht. Wie hoch fliegen wir? 8000 Meter. Da ist die Luft schon recht dünn. Ersticken stelle ich mir schrecklich vor. Wenn da solche Erstickungsgefahr herrscht, werde ich wohl auf das Essen verzichten, weil das Essen bekommt mir sowieso nicht immer, weil da sind immer Luftlöcher und wenn das Flugzeug in eines hineinsackt, dann kommt mir immer gleich das Essen hoch. Keine Angst, ich habe vorgesorgt. Ist Ihnen das schon öfter passiert? Mir wird beim Fliegen eigentlich immer schlecht. So ruhig kann der Flug gar nicht sein. Und beim Start und beim Aufsteigen des Flugzeuges, da macht mir der Druckunterschied sehr zu schaffen. Da muss ich immer für Druckausgleich sorgen. Aber vielleicht erreichen wir die Flughöhe eh nicht. Nach dem Gesetz der Serie wären wir heute dran. Ganz schön voll da hinten. Nur hinten sind ein paar Plätze frei geblieben. Na, das wird eine Panik geben. Wenn dann alle wild herumschreien und durcheinander schreien. Hören Sie? Es startet. Es geht los. Finden Sie nicht auch, dass der Motor ein komisches Geräusch macht? Ja, so. Tuck, 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 tuck.
Genauso macht es der Autor bei meinem Auto, bevor er den Geist aufgibt. Ja, ich hab schon gehört. Da ist sicher ein Kabel locker. Die müssen die Maschinen viel öfter warten. Man glaubt ja nicht, was da für Schlampereien passieren. Da könnte ich Ihnen Geschichten erzählen. Da wird's Ihnen Angst und Bang. Nein, ich möchte keine Geschichten hören. Ich möchte lieber selber welche lesen. Ich habe mir auch was zum Lesen mitgenommen. Unglaublich spannend. Der letzte Flug. Der Kapitän erleidet mitten über dem Atlantik eine Fischvergiftung und die Stewardess muss das Flugzeug weiterfliegen. Dann wird dann auch noch von 3 rivalisierenden Terroristen entführt, die aber vergessen haben, wo sie die Bombe deponiert haben. Und zu guter Letzt stürzt das Flugzeug natürlich ab. Peng! Damit noch nicht genug. Während des Absturzes... Nein, ich habe jetzt schon genug. Sie können gerne den Fensterplatz haben, damit Sie eine schöne Aussicht auf das Triebwerk haben, wenn es brennt. Ich gehe zu den hinteren Plätzen. Guten Tag! Schatzi! Der Platz neben mir ist frei!